Hallo Freunde der Sonne, es gibt ein neues What I Eat in a Day. Das Wetter ist nicht ganz so Bombe, aber nützt ja nichts. Dranbleiben! Draußen ganz schön. Ist irgendwie nicht so schön draußen. Hier ist direkt der Wald und es sind ganz schön viele Bäume hier umgenietet. Ich war jetzt eben gerade noch einkaufen. Ja, und jetzt will ich mal die Sachen auspacken. Aber schön ist es da draußen heute nicht mehr. Heute gibt es ein recht spätes Frühstück. Ich mache mir ein paar Haferflocken mit Zimt und einem halben Apfel darüber. Und ich habe darauf jetzt richtig Lust. Vorher hatte ich einfach nicht so einen Appetit, aber jetzt geht es hier voll ab, wie ihr sehen könnt. Einfach, aber lecker. Heute habe ich jetzt Reismilch darüber gemacht. Ich nehme immer das, was offen ist. Ist eine Hafermilch offen, nehme ich die. Heute war eine Reismilch da. Ich bin noch nicht so ein Fan von irgendwie 5 verschiedenen Milchsorten geöffnet im Kühlschrank. Und deswegen, ich mag eigentlich jede Art von Pflanzenmilch, muss ich sagen. Aber Reismilch geht auch, ist schon ein bisschen süßlich, mag ich auch ganz gerne. Aber ich finde auch hin und wieder macht es mal die Abwechslung. So, zwischendurch esse ich einen leckeren Apfel. Wir haben leider nur so saure Äpfel hier und ich mag normalerweise nicht so gerne saure Äpfel. Ich habe aber irgendwie Lust auf einen Apfel. Mein Mann sagt, die sind gar nicht so sauer. Sie sind nicht so sauer, wie sie aussehen. Gut, will ich das mal glauben und werde ich mich jetzt mal darüber hermachen. Gut, liebes Stück hier. Wenn du zu sauer bist, dann darf mein Mann dich aufessen. So, ich habe mich jetzt noch mal rausgetraut. Hier ist doch recht stürmisch. Auch für Hamburger Verhältnisse. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber das ist der Sturm. Ich wollte jetzt auch nicht gar nicht mehr rausgehen. Oh, hier stehen Pferde. Guck mal schön. Lassen sie sich auch den frischen Wind um die Nase wehen. Ja, und wir drehen jetzt mal noch hier so eine schöne Runde, dass Ulla noch mal ein bisschen rauskommt. Ach, da oben gehen die Flieger runter. Ja, kann man schlecht sehen. Oh, ich möchte ja jetzt auch nicht gerade jetzt im Anflug auf Hamburg sein. Nach dem Motto, liebe Reisende, es schaukelt ein bisschen. Nee, danke. Das ist auch nichts für mich. Jedenfalls nicht, wenn ich im Flugzeug sitze. Aber gut, sitze ich ja auch nicht. Sagen wahrscheinlich viele von euch, ah, endlich ist es mal hell, wenn du spazieren gehst. Weil viele von euch sagen, sie hätten total Angst, wenn sie am Waldrand irgendwie im Dunkeln spazieren gehen würden. Und ich kann das überhaupt nicht verstehen, weil ich bin aber auch so aufgewachsen. Also mein Vater ist mit uns schon früher, auch nachts oder um 3:30 und um 4 oder wenn wir wach wurden, manchmal als Kinder in den Wald gegangen. Also für mich ist so ein dunkler Wald relativ normal. Also es ist schon klar, dass er für mich auch dunkel ist, aber ich verbinde damit überhaupt keine Gefahr. Und außerdem habe ich hier die schwarze Lady bei mir. Wir wissen ja nach wie vor nicht, was bei Ulla drin ist für eine Rasse, aber es jagt, hütet und schützt. Ja, und dass sie schützend unterwegs ist, das finden wir eigentlich eher positiv. Sie tut es in einem abgestecktem Rahmen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie an einer Eisdiele sind und sie meint, sie muss uns irgendwie auf Teufel komm raus beschützen. Überhaupt nicht. Aber gerade so in der Dämmerung und in der Dunkelheit, muss ich sagen, da zeigt sie schon ganz deutlich, hey, wenn hier jemand daran will, dann muss der erstmal an mir vorbei. Und das, finde ich, ist jetzt keine schlechte Eigenschaft. Und somit habe ich überhaupt keine Angst, wenn ich irgendwo lang gehe. Mit der süßen kleinen Schwarzen.
Aber sie passt schon so ein bisschen auf uns auf. Deswegen habe ich überhaupt keine Bedenken, hier lang zu gehen. Jetzt ist es ja auch hell, ne? Sowas von hell. Wie ihr sehen könnt, es ist Januar hell. Ach, ich freue mich auch schon auf den Frühling. Dann kann ich euch mal wieder ein paar schönere Bilder liefern. Außer dieses Gummistiefel, Regenmantel, Matsch und Hund und Äste. So, es ist Zeit für Tee. Ich bin jetzt gerade von der Hunderunde wieder drin und musste mich komplett umziehen, weil alles tierisch nass war. Heute kommen die Nässe auch von unten, aber es ist eine andere Geschichte. Und ich habe jetzt erstmal einen Almkräutertee gemacht, wie ihr letztens schon gesehen habt. Und den habe ich mir so ein bisschen gesüßt und jetzt habe ich mich erstmal in chillige Klamotten geschmissen und muss erstmal ein bisschen Wärme tanken. Und dann geht's später weiter. So, jetzt gibt's noch einen Himbeersmoothie. Klein, aber fein. Das sind ja auch ein paar gute Vitamine für zwischendurch. Sehr lecker. Selbstgemacht finde ich die immer noch am besten. Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. Meine Tochter und ich stellen jetzt gerade eine Bio-Körperbutter her. Das haben wir uns schon länger vorgenommen für eine Schularbeit, die sie abgeben soll. Habe ich auch noch nie gemacht, aber sieht echt gut aus und riecht vor allem gut. Wo wir gerade dabei sind und so viele Öle am Start haben, mache ich mir auch noch ein Creme-Deo selber. Ich bin gespannt, ob das alles so funktioniert, aber bis jetzt klappt super. Yeah, it is just enough to get by. Jetzt gibt es einen leckeren Snack und zwar ist das jetzt kein bunter Teller, sondern eher ein hellgrüner Teller. Es gibt Gurke und Kohlrabi, richtig lecker. Und ich werde jetzt hier meinen Knabberteller mitnehmen und dann werde ich jetzt noch ein bisschen arbeiten gehen, aber einen kleinen Snack zwischendurch. Das muss einfach sein, richtig lecker. War es irgendwie voll gemütlich hier drin, aber draußen ist richtig Rambazamba. Wir haben draußen Jalousien. Die haben wir noch zusätzlich jetzt festgetaped. Also wir haben so Sommerjalousien, die man rausfahren kann, weil wir im Dachgeschoss wohnen. Das wird hier super heiß im Sommer. Also ich lieb's, man muss es mögen. Und dann haben wir Jalousien. Und die mussten wir jetzt nochmal extra festtapen, weil wir doch Bedenken haben, dass der Verschluss hält. Aber beim letzten Sturm hatte ich schon mal so ein bisschen festgemacht, festgetaped. Das unterstützt das ganze System nochmal so ein bisschen. Lieber jetzt das alles festtapen, als heute Nacht da im Nachthemd draußen rumspringen, wenn es dann schon weht. Deswegen, ne? Ulla liegt hier neben mir, die ist irgendwie auch, die sagt sich auch so, oh, ich mag nicht so gerne Wind, ne? Ja, und wir chillen jetzt hier noch so ein bisschen. Und heute ist Sonntag, ich kann den ganzen Tag Tee trinken. Ich bin ja sonst eigentlich nie so der Teetrinker. Ich bin ja eigentlich mehr so der Kaffeemensch, aber gerade wenn es draußen so kalt ist oder irgendwie wenn so ungemütlich ist, wie hier im hohen Norden oder in ganz Deutschland. Ja, und ich werde jetzt hier noch mal ein bisschen Wäsche sortieren, weil es haben sich in den letzten Tagen so viele Wäscheberge, man nennt es auch Wäschekörbe, angesammelt. Und die Wäsche findet sich irgendwie nie alleine in den Schrank zurück. Kann das mal jemand erfinden? Wobei ich sagen muss, dass wir ja fast schrankfrei wohnen, weil wir finden das immer so schade, wenn die Räume immer so zugestellt sind, also mit Schränken. Obwohl Schränke haben was total Gutes, weil man kann einfach viel in ihnen verbergen, aber wir haben unheimlich wenig Schränke. Wir haben eher so ganz viele Kommoden mit ganz viel Stauraum. Das ist für uns total praktisch und auch für die Kinder, weil die Kinder kommen da oben sowieso nicht ran. Und für mich ist es auch besser, weil Kommoden, da komme ich auch besser ran, weil ich komme auch nicht nach ganz oben in den Schrank, weil ich auch jetzt nicht so mega groß bin. Obwohl, ich mache das Wäschelegen jetzt immer nach dem Obereinfachprinzip. Ich tue mir meine Wäschekörbe für jede Person ein dahin, tue das da rein und dann drücke ich das demjenigen in die Hand.
Und dann kann jeder nämlich seine Wäsche weglegen. Das ist ein sehr gutes Prinzip, was man mit älteren Kindern gut machen kann. Die sind auch mal ganz begeistert, wenn sie einen Wäschekorb in die Hand gedrückt bekommen. Wenn ich jetzt die ganze Wäsche hier legen soll, dann ist es dunkel, wenn ich fertig bin. Muss ja nicht sein. So, Essen ist fertig. Mein Mann hat gekocht. Nein, mein Mann hat was zu essen geholt und besorgt. In einem sehr leckeren Restaurant. Und in diesem Restaurant wähle ich oft das vegane Gemüsecurry mit Erdnüssen. Das ist richtig, richtig lecker. Und ich darf heute wieder essen, ohne zu kochen. Ihr wisst, das finde ich hin und wieder auch mal gut. Und ich wünsche allen jetzt hier einen guten Appetit. Danke. Also, werden wir essen jetzt. So ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nicht vergessen, meine 6 veganen E-Books sind in meinem Shop und der ist in der Videobeschreibung. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, ein wundervolles Wochenende und wir sehen uns bald.